Hallöchen, willkommen zu Teil 4, weiß ich jetzt gar nicht, Teil 4, Teil 5, weiß ich jetzt nicht genau. Was hat das jetzt auf sich, was mache ich da gerade? Das erkläre ich euch gleich, was das auf sich hat mit der Spule hier, die jetzt hier etwa 60 Ohm anzeigt oder ich habe schon mal irgendwie was hingekriegt gehabt mit 300 Mikrohenry. Weiß ich jetzt nicht, ich kann mal versuchen. Da noch mal was dazwischen zu halten. 300 Nanohenry, 1,3 Millihenry und so weiter und so weiter. Aber bei ungefähr 60 Ohm. Was hat das jetzt hier auf sich? Was mache ich jetzt hier gerade? Zumal ist mir jetzt hier noch ein Kabel abgebrochen. Das ist nicht so schön. Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich genau jetzt, wo ich stehen geblieben bin. Ich hatte ja die Teile hier. Habe ich ja die Kerne rausgeholt, dass ich da irgendwie mit arbeiten kann. Und bei dem anderen wollte das ja nicht und ausbauen und alles hat nichts geholfen. Jetzt sieht das so aus. Normalerweise müsste es so wie das andere aussehen. Das Ding ist, ich habe schon Ersatzkerne. Habe ich noch besorgt. Ich habe hier welche. Die passen aber nicht in die anderen rein. Ich habe aber für den hier habe ich ja noch Kerne da. Und hierfür vielleicht auch noch zwei Kerne, die reinpassen. Jetzt musste ich aber mir was Neues drucken. Das ist jetzt nur exemplarisch. Das passt zwar hier drüber. Dann sieht das so aus. Ihr glaube ich, wisst schon, was ich vorhabe. Ich werde die Spule neu wickeln müssen. Weil ich kriege das Plastik nicht aus dieser Spule raus. Mit Aceton hat es mir nur die Spule ein bisschen mehr zerlegt und die Farbe rausgedrückt. Hier habe ich schon einen Kern drinne. Den habe ich von der Seite. Dazu brauche ich aber ein Tool, das ich mir selbst gedruckt habe. Nachher zum Abgleichen. Weil die Kerne, die haben zwar einen Schlitz, aber die gehen ein bisschen zu stramm. Und darum habe ich mir hier für diesen Sechskant was gedruckt, damit ich den drehen kann. Kann ich von hier hinten aus auch rein und kann den drehen. Ich hoffe, man kann das sehen. Nee, kann man nicht. Ich versuche es mal mit einer Lampe euch zu zeigen. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Da. Ich kann ihn von hinten drehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und das gleiche habe ich jetzt. Der ist zu groß. Der andere wäre ein bisschen zu eng. Und der hier war ein bisschen zu doll zu eng. Kann man nicht reingucken, ne? Kann man da was sehen? Ne, ist zu weit, ist zu tief drin. Der hier, da ist schon ein Kern drin, den kann ich auch hier mit drehen. Muss ich selbst mal gucken. Ja. Geht ein bisschen streng. Man hört es ein bisschen. Ich hoffe aber, ich kriege das damit hin. Toll. Jetzt lässt sich das nicht mehr drehen. Ich glaube, den drucke ich nochmal. Den Pinüppel und mache den vielleicht nochmal einen Ticken stabiler. Ja, damit lässt er sich zwar drehen. Ein
Leben da. Na, ja, ich muss den hier nochmal neu drucken. Bisschen stabiler machen. Kann ich noch ein bisschen, vielleicht um einen halben Millimeter stärker machen, das Ding hier. Vielleicht geht das ja denn. Hier habe ich auch Abgleichtools liegen, aber die passen alle nicht. Eins habe ich mir schon kaputt gebrochen. Ich glaube, ich muss mir mal was Vernünftiges besorgen. So, aber was habe ich vor? War das jetzt der oder war das der? Welchen hatte ich denn jetzt? Ne, der war verkehrt rum. Werde ich die Spule neu drucken? Nicht neu drucken, neu wickeln. Ich glaube, das war das Ding hier. Ja. Ich glaube, der war das. Darf ich nicht verwechseln. An dem einen konnte ich das so durchschieben. Beziehungsweise der geht zu streng. Wie gesagt, ich werde die Spule neu wickeln. Deswegen hatte ich sie gerade gemessen. Etwa 60 Ohm hat sie. Wie man sieht, hat die hier auch schon ein bisschen gelitten. Damit ich das halt versuchen kann, dass das Radio noch wieder funktioniert. Ich werde sie natürlich nicht hier in dieser Kreuzwickelgeschichte hinkriegen. Werde ich ganz sachte, normal, schön nebeneinander legen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und mit dem Draht, der da jetzt abgebrochen ist, muss ich mal was einfallen lassen. Da kann ich ja noch ein Stück Draht anlöten. Gut, das werde ich jetzt gleich mal machen und dann werden wir uns gleich mal wiedersehen. Mit dem Tool drucken. Ja, würde ich ja jetzt gerne machen, aber ich habe jetzt gerade den Drucker wieder zugemüllt. Ja, ich muss noch ein bisschen, muss ich sowieso. Drucke ich dann nachher später neu, aber ich werde mich dann gleich mal melden, wenn ich die Spule neu gewickelt habe. Wenn es denn so weit hingehauen hat. Das müsste der hier gewesen sein. Ja, der war das. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Ich werde das erstmal nur draufstecken. Kann ich ja einmal kurz zeigen. Dann sieht das so aus. Mit dem Kanister drüber. Und versuchen das abzugleichen. Ich muss den erstmal nur so lose drüber machen. Ja, weil wenn ich das einbaue und anlöte. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil der ist ja nicht geklebt und nix. Aber es müsste theoretisch so funktionieren. Wenn ich den nur da drauf stecke, sollte er hinhauen. Gut, mit Abgleichen werden wir dann sehen, ob ich das überhaupt hinkriege. Aber ich werde mich gleich mal wieder melden, wenn ich die Spule soweit gewickelt habe. Wie viel brauche ich dann am Anfang? Das war relativ wenig. Ja, ungefähr da, wo der Nipsi ist. Und dann sehen wir weiter. Ich werde alles drauf wickeln, was ich da habe. Ich werde jetzt nicht messen oder gucken, wie viele Wicklungen da drauf waren. Egal, irgendwie muss es jetzt hinhauen, dass es irgendwie wieder funktioniert, sonst ist das Radio nur noch ein Teilespender, also Schrott. Und das will ich ungern machen. Gut, also sehen wir uns gleich wieder. Tschüssi. So, Hallöchen, jetzt habe ich das hier soweit
fertig. Und jetzt muss ich nur noch gucken, ob das wirklich passt. Ja, es ist nicht komplett so, wie es sein soll. Ich kann jetzt nochmal den Test daran hängen. Eventuell, aber auch nur wirklich eventuell, habe ich auch noch eine Ersatzspule. Da muss ich aber mal gucken, ob das wirklich geht. Da fällt mir nämlich noch was ein. Ich muss jetzt hier an der Seite von der Spule ran. Irgendwas haut hier mit dieser Spule nicht ganz hin. Ich weiß nicht, was es ist. Ob ein Kabelbruch ist oder was. Also ich habe jetzt hier so, was weiß ich, knapp 60 Ohm, 900 Nano Henry oder sowas. Irgendwie passt das alles nicht. Wenn ich hier auf dem anderen Ende gehe, auf dem Ende von dem Kabel, wenn ich das jetzt wieder einlöte, das jetzt wirklich einbaue und dann einlöte, und das haut dann doch nicht hin, da muss ich das alles wieder auseinanderbauen. Da habe ich nur auch nicht großartig Lust zu, aber es wird mir, glaube ich, nichts anderes übrig bleiben, als das Ganze einzubauen und zu gucken, ob es hinhaut. Gucken, ob ich die andere Spule, die ich da noch habe. Ich habe da noch zwei paar mehr Spulen, die ich vielleicht hier drauf adaptieren könnte. Ich weiß es nicht genau, wo ich die Kerne raus habe. Ob die Spule jetzt von der Wicklungszahl und Werten alles passt, das ist fraglich. Das weiß ich nicht. Eventuell passt es, vielleicht passt es nicht, ich kann es nicht sagen. Also wirklich zufrieden bin ich jetzt damit nicht so. Ich habe sie jetzt zwar ordentlich gewickelt, aber dass ich hier so unterschiedliche Werte erhalte, ist jetzt nicht gerade so schön. Ich würde das jetzt erstmal zusammenlöten, zusammenbauen und eventuell ohne den Becher hier versuchen, weil eventuell könnte ich dann, aber ich glaube, da habe ich gar keinen Platz für, muss ich mal gucken im Radio, den Rand wegschneiden, weil ich habe da ein Loch und da ein Loch, vielleicht zwei kleine Schräubchen und mit einem kleinen Bohrer vorbohren, hier in die Seite rein. Und dann erstmal das Schräubchen anschrauben, dass ich das wenigstens noch abnehmen kann und das vielleicht auch noch abziehen kann, ohne dass ich das ganze Zeug wieder auslöten muss. Muss ich mir mal angucken. Ich würde das jetzt erstmal fertig machen, einlöten und gucken, ob es wirklich hinhaut. Den Kern muss ich da auch noch reinkriegen. Dazu muss ich aber das andere Teil drucken. Weil das hier, das passt irgendwie nicht so ganz. Ich kann es noch mal probieren, den da reinzukriegen. Ich hoffe, das klappt. Oder auch nicht. Na ja. Nee, er dreht schon. Er dreht über. Steht jetzt so weit raus. Das ist nicht stabil genug hier. Und aus Metall habe ich nur von meinem Bitkasten und der passt da nicht rein. Vielleicht zum Rausdrehen, ja. Aber zum Reindrehen wird nicht hinhauen, weil so tief komme ich nicht rein. Nee. Und abschleifen werde ich den auf alle Fälle nicht. Na, jetzt ist der runtergeknallt.
Er hat jetzt nichts gebracht. Ich habe ihn nicht reingekriegt. Gut. Ich würde das jetzt erstmal fertig machen und dann sehen wir uns wieder, bis, wenn ich damit fertig bin. Okay, bis später. Tschüssi. So, Hallöchen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier stehen geblieben bin. Bei dem anderen Teil. Hier ist jetzt ein totales Chaos auf dem Tisch. Hier hatte ich ja, glaube ich, gezeigt. Da habe ich, glaube ich, neu gewickelt. Ich bin aber nicht sicher, ob die Spule jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Werde ich versuchen, dass das wieder hinhaut. Bei dem hier ist mir ja der Kern irgendwie fest gewesen. Jetzt habe ich das schon so weit da rausgekriegt. Das war da reingeklebt. Das steckte da so drinne. Und dann ging das Röhrchen noch weiter runter. Das habe ich jetzt so weit, dass ich hier den Kern drehen kann. Wie war das hier? Ja, den Kern hier oben kann ich drehen. Und ich hatte mir ein neues Teil gemacht. Den Kern hier schiebe ich aber zu weit rein. Der lässt sich aber auch drehen. Rein und raus drehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt durch das Gebrochene hier kommt, dass ich den so schieben konnte. Ja, ich glaube, das ist durch das Gebrochene. Muss ich also mal ein bisschen kleben. Das ist gebrochen. Dann kann ich den Kern nämlich auch da drinnen bewegen. Das könnte funktionieren. So, habe ich jetzt nochmal, wo ich die anderen Kerne geholt habe, doch Spulen gefunden. Das könnte theoretisch sogar passen. Theoretisch, weiß ich nicht. Da kommen dann halt die Kerne rein, die großen. Die Werte sind auch ein bisschen anders als die hier. Aber ich würde es einfach mal probieren. Ich würde mir mal raussuchen, wo hier was von diesen Spulen im Radio direkt angeschlossen ist und wie. Das hier unten ablöten, dann in dem Falle. Weil hier ist ja eine kleine Spule drauf und da ist eine kleine Spule. Und die einfach mal nur reinhängen. Von der anderen Seite und mal gucken, ob das hinhaut. Wenn das hinhauen sollte, habe ich schon überlegt, unten die Basis absägen, irgendwie so ein mit einem 3D-Drucker, so ein Adapter wie hier drucken, so dass ich das darauf stecken kann. Also die Länge ist ungefähr die gleiche. Ungefähr. Sich das da so draufstecken kann und dann auch drehen kann. Natürlich musste ich dann hier oben in dem Metall das Loch ändern. Aber wenn das hinhauen würde, würde ich lieber die nehmen als das hier. Je nachdem, weil das ist, glaube ich, alles nicht mehr so ganz so richtig. Nur ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das Radio wirklich nachher funktionieren wird damit. Natürlich hoffe ich es. Aber ich bin jetzt nicht wirklich von überzeugt, dass es das tut. Jetzt muss ich nachher nochmal gucken. War der da dran? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss nochmal mal gucken, wie das hier wieder angelötet war. Ich glaube, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr aufgemalt. Ich glaube... Da muss ich nachher mal gucken im Plan, wie das hier verbunden war. Das kann ich jetzt nicht sagen, muss ich gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch alles hinkriege. Also das Radio habe ich jetzt in Anführungsstrichen schon als tot abgestempelt. Natürlich will ich es probieren, das hinzukriegen, aber... Ich sehe da keine Chance mehr so wirklich drin. Das hier könnte noch hinhauen. Das hier wird sehr fragwürdig. Ob ich das denn überhaupt noch abgeglichen kriege, ist auch noch so eine Sache. Versuchen kann ich es. Ja.
Das würde ich dann machen. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht, weil heute glaube ich eher nicht. Morgen habe ich mein Vorstellungsgespräch. Und ob ich da noch Zeit finde, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es heute Abend noch fertig. Ich muss eigentlich noch Papierkram machen. Ich habe eigentlich zu gar nichts Lust heute. Ich würde das hier fertig machen. Ich würde das dann mal testen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Zwischenbericht von diesem Video. Ich habe mir was besorgt. Das sind, glaube ich, zwei fast identische Spulen hier. Hier sind auch noch welche, aber das sind kleinere. Ich weiß gar nicht, wovon die genau sind. Keine Ahnung. Aber das hier könnte eventuell... Ich habe auch noch solche Spulen auf kleineren, kürzeren Röhrchen, aber die sind fest verklebt. Ob ich das rauskriege, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich davon auch eine darauf setzen oder beide darauf. Keine Ahnung, wenn das hier funktioniert oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich habe schon mal geguckt, diese Kreuzwickelgeschichte oder was das hier ist, kann ich gar nicht machen. Also kriege ich nicht hin, weil... Der Draht, ich kann es ja mal versuchen zu zeigen, der kommt hier schräge hoch und macht hier am Rand einen Knick und geht hier wieder runter. Das kriege ich nicht hin. Das geht nur maschinell und nur, wenn der auch gleichzeitig geklebt wird, der Draht. Sonst rutscht der ja wieder weg. Ich kann ja nicht hier einen Knick reinmachen. Das geht ja nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen würde, könnte. Das ist ein wenig kompliziert, das so zu wickeln. Per Hand. Das glaube ich, das kriege ich nicht hin. Da müssen wir eine Maschine haben und wissen, wie das funktioniert. Im Nachhinein ärgere ich mich auch, warum habe ich die Dinge eigentlich angefasst? Warum habe ich die Scheiße nicht so gelassen, wie es ist? Radio hat ja gespielt, in Anführungsstrichen. Naja, gut. Was soll's, ist so. Gut, dann danke fürs Zugucken und vielleicht kommt da noch ein Teil hier hinten dran. Ich werde es natürlich erstmal ohne euch versuchen, irgendwie reinzukriegen und auszutesten, ob es hinhaut. Wenn es hinhaut, werde ich euch dazu holen. Wenn nicht, dann ist das Projekt hiermit beendet. Dann ist das Radio Teilespender. Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein kleineres Röhrenradio. Ich glaube, das habe ich mal irgendwann mal hier gezeigt. Da waren, glaube ich, die Röhren kaputt. Weiß ich gar nicht. Kann sein. Vielleicht mache ich das dann so, dass ich das andere Radio nehme, wenn ich das wiederfinde. Ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist. Ich habe das gar nicht mehr in der Hand gehabt. Und werde das Löwe-Opta hier als Teilespender nehmen. Schade drum, naja gut, was soll ich machen, ist halt so passiert. Meine Schuld, kann ich nichts dran ändern. Tja, passiert halt, gut, aber erstmal danke fürs Zugucken. Wenn noch ein Teil kommt, werdet ihr es ja sehen. Wenn nicht, dann ist es so. Ich werde das hier in Ruhe machen. Ich guck mal, wie ich jetzt heute mal weitermache, was ich jetzt genau mache. Lust habe ich nicht zu irgendwas, aber ich muss eigentlich. Basteln kann ich nicht. Im Moment eigentlich nicht, habe ich gar keine Zeit zu. Ich habe genug andere Sachen zu tun, aber auch auf die habe ich keine Lust. Na gut, dann erstmal danke fürs Zugucken und hoffentlich sehen wir uns mit der Geschichte noch wieder. Falls nicht, dann nicht. Dann kommt ein anderes Video und dann ist die Sache hier beendet. Okay, tschüssi.